Willkommen am Max-Findmüller-Gymnasium. Ich bin Rieke. Und ich bin Lot. Und heute zeigen wir euch die Schule. Jetzt in der 6. Klasse und am besten an dem ersten Schuljahr hat uns gefallen, dass wir so viele neue Freunde gefunden haben. Dass wir rudern. Wir haben eine Fußball-AG, eine Imker-AG, Sprachangebote und vieles mehr. Und das Coolste ist, wir machen Klassenfahrten und wir fahren jedes Jahr nach Borkum mit der ganzen Schule, also auch bald mit euch. Hallo Mia. Ah, hallo Naya. Mia hat uns beim Start in die 5. Klasse an dieser Schule geholfen. Mia, kannst du uns erzählen, was wir noch alles Tolles an unserer Schule machen können? Ja, klar. Also ihr habt bestimmt schon viel mitbekommen, was wir hier alles Tolles an unserer Schule haben. Aber was ich persönlich auch ganz besonders cool finde, ist, dass wir UNESCO-Projektschule sind. Und im Rahmen dieser UNESCO-Arbeit haben wir hier an der Schule ganz viele coole Projekte, zum Beispiel das Climate Action Project und verschiedene Erasmus-Projekte. Viel findet auch international statt und es gibt jedes Jahr Austausche, zum Beispiel nach Frankreich, in die Niederlande, nach Norwegen, in die USA oder in die Karibik. Das ist ja cool. Ja, das stimmt. Und das kann ich auch schon aus eigener Erfahrung sagen, denn ich habe schon an mehreren Austauschen teilgenommen. Aber mal eine ganz andere Frage. Wisst ihr denn eigentlich, wer Max Windmüller war, unser Namensgeber? Ja, natürlich. Max Windmüller war ein jüdischer Widerstandskämpfer, der Kinder und Jugendlichen im Zweiten Weltkrieg geholfen hat. Das stimmt. Da wisst ihr ja schon gut Bescheid. Und deswegen legen wir hier am Max auch besonders viel Wert auf Demokratie, Respekt und Menschenrechte und haben viele Projekte, die sich um diese Themen drehen. So freuen wir uns zum Beispiel auch, nächstes Jahr nach Israel fahren zu dürfen, um uns mit diesen Themen genauer zu beschäftigen und mit den dortigen Schülern einen Austausch durchführen zu dürfen. Das ist ja spannend. Und jetzt hören wir Emily aus der 10. Musik ab. Some